Mathematisches Skizzieren ist heute unser Thema. Es wird wahrscheinlich ein bisschen, manchen ein bisschen blöde vorkommen, aber macht, wenn ihr das, Venezuela hatten wir jetzt wieder Zugriffe, Tunesien und sonst was, wenn ihr das seht, macht's genauso und ihr werdet erfolgreich sein. Ihr werdet wunderbar skizzieren und zeichnen können. Wir fangen mal mit folgender Übung an. Und zwar wirklich genauso klein. Aus dem Handgelenk bitte einen Kreis. Und noch einen. Und noch einen. Und immer wieder. Macht das mal, ich mache mal Pause in der Zeit. Nächste Übung. Und jetzt ein bisschen Abstand lassen. Jetzt malen wir mal eine Ellipse. Das heißt, das ist ein Kreis praktisch von der Seite gesehen. Denn wir wollen dann später in 3D malen. Immer nur aus dem Handgelenk. Und immer solche kleinen Ellipsen. Immer frei weg, hintereinander weg. Wenn sie nicht gelingt, na und, dann nehmen wir die nächste. Immer wieder. Lauter Ellipsen. Wir machen mal Folgendes. Und zwar senkrechte Striche vom Rand herunter. Bei zwei Stück. Dann schräge, so wie ich es vormache. Aber nicht ganz zumachen unten. Zwei, drei Stück. Jetzt kommt eine der schwersten Übungen. Wir müssen, ich mache es erstmal falsch, das auf keinen Fall so machen. Sonst kommen wir zum 3D nie hin. Sondern wir machen jetzt weiter und zwar eine Linie, die die gleiche Krümmung hat wie oben. Und hier ganz klein. Bei wem es nicht gelungen ist, der macht das nochmal an der nächsten und probiert es nochmal aus. Jetzt mal, versucht es, hier wird es nicht ganz klappen mit dem Gerät hier, versucht es mal dünn zu machen. Wir machen mal hier noch eine Ellipse hinein. Hier vielleicht nicht ganz so hoch. Das gleiche beim Kelch. Sehr dünn, wenn es geht. Und jetzt, Achtung, aber jetzt besteht die Kunst im Weglassen. Ganz dünn. Das war schon zu dick. Ganz dünn. Oh. Hier nochmal. Die Kunst besteht hier im Weglassen, nicht zu viele. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Ding aus Glas wäre, dann brauchen wir nochmals ganz dünn hier unten eine Ellipse. Aber das, wie gesagt, da besteht die Kunst schon fast im Weglassen. Jetzt zeichnen wir unten mal einen Stiel an dieses kelchähnliche Ding. Und jetzt kommt wieder was Schwieriges. Erst den Stiel und jetzt außenrum eine Ellipse, um dann einen Fuß ranzumalen. Gleich nochmal. Nicht zu dick, wenn es Glas sein soll. Wir können es ja mal probeweise machen, dick. Dann haben wir es eben mit farbigem Glas zu tun. Bis dahin klar. Macht das mal. Nochmal, jetzt besteht die Kunst wieder im Weglassen. Achtung, ganz vorsichtig. Zwei Strichlein. Oh je, so dünn kann ich das gar nicht machen. Ich müsste es hier wahrscheinlich größer machen, aber ich möchte, dass ihr das genau so hinbekommt. Na. Manchmal nur ein Strich, genügt. Schon geben wir der ganzen Sache ein bisschen mehr Anstrich. Jetzt spinnen wir uns mal ein bisschen aus. Jetzt machen wir aus diesem Ding was anderes. Und zwar ein Etikett. Wir gehen mal gleich zum nächsten. Und jetzt Achtung, jetzt kommen mal zwei krumme Linien. Na. Und unten wieder eine Ellipse dran und schließen es ab. Nochmal. Jetzt machen wir mal einen Henkel dran. Der ist verdeckt. Hier ist er noch verdeckter. Wir können das ganze Ding auch mit Henkel vorne machen. Allerdings haben wir dann ein Problem. Das Problem besteht, dass man dann ein bisschen Platz lassen soll. Jetzt wird es schwieriger, um die Tassen herum einen Unterteller zu malen. Der ist natürlich unten etwas gewölbt. Der hat unten noch eine Kröpfung. Ich hoffe, ihr seht, worauf es ankommt. Man muss natürlich auch mal Kanten weglassen, ne? Die man nicht sieht. Jetzt füllen wir mal was rein. Kaffee. Also ein bisschen dicker.
oder Tee. Oder fast nichts, nur wasserähnliches Zeug. Das ist aus dem Handgelenk. Jetzt lassen wir den Kaffee mal dampfen. Wenn es gelingt, umso besser. Das nächste Ding ist wieder einfach. Allerdings machen wir es mal wieder schwerer und malen mal den Rand aus. Nicht übertreiben, nicht zu viel. Jetzt schraffieren wir das mal. Aber vorsichtig, bei der geringen Größe besteht wieder die Kunst im Weglassen. So, jetzt nehmen wir mal den Block, diese drei Bohrungen. Einfach zusammennehmen. Und jetzt kommen wir zu was anderem. Und zwar haben wir ja bis jetzt immer uns noch nicht mit Zentralprojektion beschäftigt. Zentralprojektion heißt, alle Linien streben auf ein Zentrum zu. Komme ich dann nochmal im Einzelnen drauf. Aber das erstmal, das lohnt sich, solche Ellipsen entsprechend mit irgendwas zu verbinden. Was euch einfällt, ist mir ganz egal. Und das einfach mal auszuprobieren. Wir könnten jetzt normalerweise, also für die Übung, wer es wirklich ernsthaft betreiben will, der übt noch ungefähr, naja, 2 DIN A4 Blätter voller Ellipsen. Bis das richtig klappt, bis es wirklich schöne Ellipsen werden. Hier auf dem Computer ist es wirklich ein bisschen schwieriger. Wenn ich es an der Tafel mache, kann ich es ein bisschen besser. Und so weiter. Also solche Dinge immer wieder üben, dann irgendwas draus machen, irgendwas reinfüllen und so weiter und so fort. Mal Glas darstellen, mal eine Tasse darstellen, mal eine Glastasse darstellen, mal was reinfüllen, mal nichts reinfüllen und so weiter und so fort. Also diese Übung, die lohnt sich immer wieder aus dem Handgelenk hinzubekommen, sodass man dann mal, jetzt versuche ich es mal freie Hand mit einer Ellipse, mal die ganze Sache größer darstellen könnte und sich dann auch ein bisschen mehr in die Details verlieben kann und dann auch hier durchaus mal ein bisschen Gas geben kann. Und jetzt kommt das Schwierige, bei den Kleinen sieht man das nicht so. Wenn ich jetzt hier Schraffuren mache, dann müssen die, das ist ärgerlich hier mit dem Ding, dann müssen die der Kontur folgen. Ne? Und natürlich in Richtung Betrachter immer weniger zu sehen sein. Probiert mal eine große, nochmal ein großes Glas meinetwegen. Die Ellipse dann aus der freien Hand, also die Hand abheben, dann aus der Hand einfach mal probieren. Zum Thema Swimmingpool, oh, ja, das kommt davon. Unser Swimmingpool, jetzt lassen wir ihn mal wirklich voller Wasser. Und wenn man den so groß macht, dann wird diese Wasseroberfläche natürlich auch entsprechende Wellen haben. Deswegen mache ich die auch nicht so wie eben, sondern mache die unterbrochen und ruhig ein bisschen wellig. Und jetzt zum technischen Zeichnen, zum Bemaßen. Höhen werden mit oder überhaupt Maßhilfslinien bezeichnet. Die sind, lässt sich hier wieder ein bisschen schwieriger machen, muss ich zugeben. Die sind mit Pfeilen zu versehen. Dann schreibe ich hier zum Beispiel H ran. Oder ich mache es mal grün, damit es besser auffällt. Das wäre ein Durchmesser, ne? D. Zum Beispiel. Groß D, klein D, was auch immer. Nochmal was aus der freien Hand. Jetzt kommen wir eigentlich zur nächsten Übung. Jetzt kommt das Ganze mal aufgerichtet. Also eine Ellipse so gemalt, dass sie senkrecht steht. Und jetzt kommt die Schraffur, die das Ganze noch ein bisschen körperlicher macht. Und jetzt könnte man ja hier zum Beispiel mal ein Rad draus basteln. Achtung, die Linien, die im Senkrechten sind, die sind fast wie im wirklichen Leben. Und die
nach vorne oder nach hinten gehen, die werden dann entsprechend kürzer. Dran denken. Wer will, macht eine Felge draus, weiß der Kuckuck was, macht hier noch ein Profil rein oder sonst was. Solche Sachen, die kann man dann immer noch machen, dann kann man dann einen schönen Rennwagen draus bauen. Ne? Und so weiter. Also gut, probiert jetzt mal aus der Hand, senkrechte Ellipsen zu malen. Senkrecht stehende Ellipsen. Immer wieder. Und jetzt werden wir die ganze Sache mal vervollkommnen. Senkrechte Ellipsen. Schwupp. Und jetzt legen wir mal ein Rohr in die Landschaft. Und jetzt komme ich schon wieder der Zentralprojektion näher. Das heißt, diese Linien, die eigentlich parallel verlaufen, die lasse ich mal nach hinten auf scheinbar einen Punkt, hier ist der ungefähr, zulaufen. Wenn ich das verlängern würde, würde das so aussehen hier. Würden die sich alle in einem Punkt treffen, ne? Also das Grüne gilt nicht, das natürlich nicht. So, und dann kann man das Rohr auch wieder hinlegen. Oh, ne, nicht in Grün. Die Kunst besteht dabei im Weglassen. Jetzt selbst zur Schraffur. Probieren wir wieder eine senkrechte Ellipse. Und noch eine größere. Spinnt euch ruhig ein bisschen aus, lasst euch was einfallen. Bin noch online. So und das immer so weiter. Jetzt haben wir die alle nach rechts hinten laufen lassen. Wir können das auch mal im Umgekehrten machen. Ne? Irgendwie nach links. Dann können wir hier jemanden reintuten lassen. Und so weiter und so fort. Also, natürlich, wenn es an das Mathematische geht, kann ich mich mit solchen Gesichtskram oder so ein Mist nicht abgeben. Da lasse ich auch die Schraffuren weg. Deswegen, wie gesagt, aus der Hand heraus solche Figuren. Kommen wir mal zu was Einfacherem, bevor wir dann mal zu unserem ersten kleinen Gemälde der Stadt kommen. Und zwar, wir nehmen mal einen Würfel. Würfel in der sogenannten Kavalierperspektive hat nach hinten 45 Grad verlaufende Kanten, die um die Hälfte verkürzt sind. Also wenn das hier 1 cm ist, wird und das auch 1 cm sein soll, wird er aber gemalt mit einem halben Zentimeter, also mit 0,5 cm. Als Beispiel. Also die, die nach hinten laufen, die Kanten, die müssen immer, obwohl sie durchaus in der Natur länger sind, nur halb so groß gemalt werden. Die senkrechten und sonst nach vorne hin sichtbaren, die bleiben so. Also das ist ein wahres Maß, das bleibt so. Und alles, was nach hinten verläuft, läuft entsprechend so. Kavalierperspektive, ich weiß nicht, von welchem Kavalier das kam, vielleicht von Cavalieri, ich weiß es nicht. Das geht auch zur anderen Seite natürlich. Ist aber Übung. Deswegen machen wir diese Freihandübung jetzt. Das Ganze kann man dann auch größer machen und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt noch gar nicht auf die Schatten kommen, die so ein Ding wirft. Das ist noch gar nicht mal das Wichtige. Aber dass wir das wirklich lernen, dann einen Quader bitte. Und zwar einen relativ flachen Quader. Vielleicht wie ein Schulschwamm. Überprüft euch immer wieder, ob ihr wirklich auch die nach hinten liegenden Kanten nur halb so groß malt. Dann kriegt das Ganze ein bisschen Pfiff. So, und das Bemaßen ist wieder leicht. Hilfslinien ran. Hier schräge Hilfslinien. Hier die Pfeile reinsetzen. Hier wieder gerade. Also senkrecht in diesem Fall. Und dann meinetwegen A, B, C. Na, warte mal, das B ist nicht schön. Das B kann man dementsprechend auch schräg malen. Umso besser ist es für euch letzten Endes, euch irgendwelche Sachverhalte klar zu machen. Und nicht nur das. Das hat noch einen zweiten Effekt, aber da komme ich später drauf. Das wäre jetzt die sogenannte Kavalierperspektive. Wenn ich das jetzt aber wirklich noch ein bisschen, so wie bei den Rohren hier angedeutet, wenn ich das noch ein bisschen naturgetreuer machen möchte, dann würde ich einen Quader, also ich selber würde einen Quader zum Beispiel von dieser Seite zeigen, also hier von hier drauf geschaut mal oder von der anderen Seite drauf geschaut, würde ich den entsprechend so malen, dass ich
mir die kleine Kante schnappe, die kleine Fläche schnappe, die wieder in originalen Maßen darstelle. Und jetzt, Achtung, jetzt lasse ich die Körperkanten wieder scheinbar auf ein Zentrum zulaufen. Und schon sieht es wesentlich stereoskopischer aus als umgekehrt. Hier wieder entsprechend, Achtung, die Maßhilfslinie wird wieder kleiner. Alles strebt auf scheinbar einen Punkt zu. Ja, jetzt fehlt uns noch die Höhe. Und so weiter und so fort. Das ist der Trick letzten Endes. Und jetzt kommen wir gleich zu unserem nächsten Gemälde. Aber bevor wir das machen, mache ich nochmal Pause. Nochmal zu diesen nach hinten ins Nichts verlaufenden Linien. Ich mache mal hier nochmal eine grüne Hilfslinie überall dran. Die würde hier, 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 selbst die Maßhilfslinien, die würden alle irgendwo hier in einem Punkt zusammenlaufen. Deswegen von einem Zentrum ausgehend, wie von einem Bildwerfer ausgehend, ein Zentrum, Zentralprojektion sagt man deswegen dazu. Kommen wir jetzt mal zu einer anderen Sache. Und zwar, malt euch mal einen Bilderrahmen. Einfach so als Bilderrahmen nehmen, fertig. Und dann malt mal, jetzt herschauen, hier von nicht ganz am Rand, hier einfach eine Linie, die nach hinten immer dünner wird und auch hier nicht ganz am Rand und ruhig ein bisschen steiler gestellt. Und jetzt malt mal hier so eine Linie rein, eine immer kürzer werdende Linie. Was passiert hier automatisch? Man sieht's, ne? Hier läuft wieder alles scheinbar auf, ich mache das dann gleich wieder weg, auf einen Punkt zu. Und dieses auf einen Punkt zu laufen, wieder Zentralprojektion, das bringt uns dann wieder den Kick, letzten Endes Dinge wirklich körperlich darzustellen. Wir werden das mal vervollständigen. Wenn man jetzt hier also noch irgendwelche Gebirge oder kleinen Hügelchen einmalt, dann müssen die natürlich auch am Horizont immer dünner gemalt werden, was mir hier mit diesem Ding relativ schwer gelingt. Irgendwo gibt es hier einen Horizont. Mit den Wolken, die malt man natürlich hier vorne noch etwas deutlicher. Und je weiter sie weg sind, umso kleiner werden sie erstens. Und zweitens werden sie umso dünner gemalt und, naja, sagen wir mal, unübersichtlicher. Die Kunst besteht dabei im Weglassen. So, das bloß mal als Anregung. Machen wir uns mal noch einen kleinen Bilderrahmen, bevor wir ins ganz Große reden. Und mit diesem kleinen Bilderrahmen nehmen wir mal eine Straße unserer Stadt hier. Wir lassen die praktischerweise wieder irgendwie so ähnlich wie diese olle Straße hier ins Nichts verlaufen. Aber diese Straße ist natürlich dann irgendwann mal zu Ende. So, jetzt zeige ich mal ganz kurz, ich mache das mal mit Grau, das mache ich dann alles wieder weg. Jetzt kommen Hilfslinien, die wieder alle auf einen Punkt zustreben werden. Hier Hilfslinie, hier Hilfslinie. Hier Hilfslinie und hier vielleicht noch eine. Wozu? Ganz einfach. Wenn ich jetzt hier Häuser male, dann müssen die sich natürlich der Größe nach einigermaßen an diesen Hilfslinien ausrichten. Also auch deren Konturen. Die können durchaus mal kleiner sein, wenn sie dazwischen liegen. Dann wieder höhere Häuser. Und natürlich werden die nach hinten immer kleiner, auch vom Abstand. Also hier dieser Abstand, der wird immer kleiner. Machen wir das gleiche hier. Stadthäuser, mal ein großes, mal durchaus ein überragendes. Und hier hinten ist unser Horizont zu Ende. Und da wir in unseren Straßen nicht unbedingt sowas haben wie Leitlinien, dann kann man das mal lassen. Aber man kann einen Fußweg dazu malen. Das ist auch keine Schande. Fußwege gibt's. Aber nicht zu viele Details bei der Größe. Das kann man dann aber im Größeren machen, also nicht zu viele Detailverliebtheit. Noch was, durchaus möglich, im Hintergrund noch eine Kirche anzudeuten. Das kann man dann, und das Ganze farblich natürlich später mal ausmalen, das ist alles noch möglich. Das zum Groben, das wird unser Entwurf für eine Stadtstraße, wie wir sie hier haben. Wenn ich jetzt hier schon anfange mit irgendwelchen Kirchenfenstern, dann wäre das schon fast zu dolle. Also so dünn kann man die gar nicht malen. Oder eine Uhr, das kann man nur andeuten. Bei so einer kleinen Skizze, ne? Da lässt sich nicht viel machen hier bei diesem Ding. Aber das, also
Dieses Ding hier, das nehmen wir mal als unsere Mustervorlage und machen daraus dann eine große Straße. Also jetzt mal richtig über eine halbe DIN A4-Seite, DIN A4-Seite hochgenommen, eine halbe DIN A4-Seite, einen Rahmen, Hilfslinien malen, die alle in einem Punkt zusammenlaufen und dann an den Hilfslinien orientieren und dann legt mal los. Das ist jetzt euer Part. Jetzt haut mal richtig rein. Stellt euch eine Straße vor, stellt euch die Häuser vor, malt dann auch Fenster und so weiter und so fort. Jetzt seid ihr dran. So, jetzt haben wir verschiedene Versuche und Übungen gemacht. Ich möchte das jetzt nicht alles ausführen. Fasse ich nochmal kurz zusammen. Übt beim mathematischen Skizzieren grundsätzlich aus der Hand, also frei aus der Hand heraus, solche Figuren zu üben. Die Kunst besteht bekanntlich im Weglassen. Stellt euch vor, welche Körperkanten sieht man, welche sieht man nicht. Ne? Dementsprechend auch hier weglassen, wenn man das genau hin, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass unten die Ellipse nicht mal ausgemalt wurde. Und trotzdem tut es der ganzen Sache keinen Abbruch. Wer eine Kaffeetasse dampfen lassen möchte, ja gerne, aber dann auch nicht übertreiben und so weiter. Das wäre eher der künstlerische Aspekt. Das Wichtige ist aber, wenn wir jetzt zum Beispiel bei einem Zylinder sind, die richtige Bemaßung. Das heißt, dünne Maßhilfslinien, grundsätzlich Maßpfeile ranmachen und dann den entsprechenden Buchstaben. Dann klappt es auch. Übt euch auch im Malen oder Skizzieren von senkrechten Ellipsen, die braucht man, um zum Beispiel irgendwelche Hohlkörper liegen zu lassen. Natürlich auch wieder, um Blödsinn zu machen. Aber solche Rohre zu zeichnen, die halt in der Landschaft liegen, bei furchtbar langen Längen macht sich das gut. Da kann man nämlich ganz schnell mal ein paar Meter Länge durchaus noch so darstellen, dass die funktionieren. Alles beruht, gerade bei solchen Schrägdarstellungen, ist es ganz einfach auf der einerseits Kavalierperspektive, wo Körperkanten nur halb so lang gemalt werden, wenn sie in den Raum hineinzugehen scheinen, beziehungsweise auf der Zentralprojektion, wo alle Körperkanten, wenn man sie verlängert, sich wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern scheinbar in einem Punkt treffen. Das kann man hier schön an solchen, naja, Mini-Bildchen sehen und wir haben ja jetzt mittlerweile ein großes gemalt. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Ich wünsche frohe Ostern. Haut rein.